Spitzenspiel in der Futsal-Bayernliga. Die Betonboys treffen auf Futsal Nürnberg. Der zweite gegen den ersten. Und die beiden Teams trennen nur 3 Punkte. Im Hinspiel gab es eine Punkteteilung. Beide Teams möchten aber heute der anderen Mannschaft die erste Saisonniederlage hinzufügen. Im Fokus steht vor allem Mario Simic. Der Kroate ist mit 17 Treffern Führender in der Torschützenliste und möchte heute natürlich sein Torkonto weiter ausbauen. Und Simic ist direkt in Aktion, aber hier mal als Vorbereiter für Cikic. Doch das Aluminium verhindert den Führungstreffer. Die Gastgeber sind hellwach. Aygün mit dem Versuch, doch der Gästekeeper pariert klasse. Und die Betonboys drücken jetzt auf den Führungstreffer. Wieder Aygün und der lässt sich nicht zweimal bitten. Das 1:0 in der 14. Minute durch den Türken, der jetzt auch schon bei 16 Saisontreffern steht. Doch so langsam wachen die Gäste auch auf. Der Ball kommt irgendwie zu Eisen und das ist der Ausgleich. 1:1 durch Julian Eisen in der 11. Minute. Kalt wie eine Hundeschnauze, schweißt den rechts oben ein. Was macht eigentlich Simic? Hier lässt er mal einen aussteigen, doch der Abschluss noch zu ungenau. Die Franken finden mittlerweile richtig gut ins Spiel. Eisen wieder am Ball und er macht das ganz frech. Die 1:2 Führung schiebt ihn einfach ins kurze Eck und schnürt damit seinen Doppelpack. Teuter Mlakic muss diesen Gegentreffer aber auch auf seine Kappe nehmen. Der Tabellenführer, jetzt mit Oberwasser, will die Führung ausbauen. Doch Mlakic reagiert klasse, macht sich da ganz lang. Die Nürnberger jetzt am Drücker. Fein kombiniert, doch Fischer vergibt hier die 100%ige. Allmählich fangen sich die Betonboys wieder. Simic lässt hier mal einen ab, doch Esfandjari hat die Fingerspitzen noch dran. Kurz vor der Halbzeit nochmal die Gastgeber. Simic wird hier gefoult und da kommt eine Futsalregel ins Spiel. Für die Nürnberger ist es schon das 6. Foul innerhalb einer Halbzeit und das heißt, es gibt 11 Meter. Simic gegen Esfandjari, doch der Iraner bleibt Sieger. Wir springen in die zweite Hälfte und nun 2 Versuche aus der Kategorie, den muss man nicht machen. Cikic hier zum ersten und Bukovac hier zum zweiten. Das hätte der Ausgleich sein müssen. Und dass die Torhüter im Futsal nicht nur Bälle halten müssen, zeigt sich hier. Esfandjari mit dem weiten Abwurf und da ist das 1:3 für die Franken. Paul Schulze-Zachau mit seinem 5. Saisontreffer baut hier die Führung aus. Super Pass von Esfandjari, klasse verarbeitet und eiskalt eingeschoben. Wer aber denkt, dass die Betonboys aufgeben würden, falsch gedacht. Der Pass auf Aygün, aber der wird unrühmlich weggecheckt. 7 Meter, klare Sache, nochmal gut hier in der Zeitlupe zu sehen. Der Gefaulte tritt selbst an und haut das Ding in die Maschen. Der Anschlusstreffer durch den 23-Jährigen, der letztes Jahr noch in der 3. türkischen Liga bei Sivas Belediyespor gekickt hat. Nochmal ein Hoffnungsschimmer für die Gastgeber. Und die Betonboys wollen jetzt den Ausgleich. Cikic tankt sich hier mit viel Glück durch und erzielt den 3:3 Ausgleichstreffer. Die ganze Halle steht Kopf. Die Betonboys sind wieder zurück im Spiel. Cikic, der für den FC Pippenried in der Bayernliga Süd aufläuft, macht das hier unfassbar stark. Die Gastgeber wollen jetzt noch mehr. Der Ball auf Altug, der versucht es, doch scheitert am Keeper der Franken. Es geht nun hin und her. Mlakic pariert klasse, die Situation aber noch nicht vorbei. Nochmal die Gäste, doch wieder hat Mlakic was dagegen. Starke Doppelparade. In der 35. Minute schwächen sich die Franken dann selbst. Eisen kann das Ziehen nicht unterlassen und bekommt verdient dafür die Ampelkarte gezeigt. Die Gastgeber nun für 2 Minuten in Überzahl. Simic versucht es hier einmal, doch wieder ist es Esfandjari, der die Führung vereitelt. Aber die Betonboys stecken nicht auf. Feiner Pass, doch wieder hält Esfandjari, scheint heute schier unüberwindbar.
Die Nürnberger versuchen es sogar noch mit dem fünften Feldspieler, doch am Ende hilft alles nichts. Die Partie endet gerecht mit 3:3 unentschieden und die Meisterschaft bleibt weiterhin offen. Der Mann des Spiels war bei uns nochmal am Mikrofon. Hinsicht, dass wir das erste Spiel 4-4 gespielt haben, ist es für uns natürlich besser. Wir haben ein besseres Torverhältnis. Wenn wir jetzt unseren restlichen Spiele gewinnen, sind wir auf 1, die auf 2. Ich denke, nichtsdestotrotz waren wir die bessere Mannschaft. Die haben halt klassischen Futsal gespielt mit einem überragenden Torwart, selten so etwas gesehen. Haben viele lange Bälle gespielt. Wir wollten es immer spielerisch oder im 1 gegen 1 lösen. Hätten, denke ich, auch den Sieg viel mehr verdient gehabt. Die Betonboys können morgen den ersten Tabellenplatz mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Regensburg erobern. Nürnberg muss nächste Woche gegen Kroatien ran. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.